Herzlich willkommen bei den Cruises. Wir fahren Richtung Flughafen und dann fliegen wir nach Köln. Wir gehen in die Big Brother Show, direkt live aus Köln. Die Lara ist ja bekanntlich gerade bei Promi Big Brother. Eigentlich habe ich mir ja vorgenommen, mich rauszunehmen, ihr die ganze Show zu überlassen. Das bleibt auch weiterhin so, aber ich möchte sie natürlich unterstützen. Und deswegen bin ich der Einladung gefolgt, ins Studio zu gehen und werde da mal ein bisschen Werbung für sie machen. Man denkt, es ist früh. Aber nein, die Jahreszeit sagt einfach, es ist noch relativ dunkel, auch um 14.30 Uhr. In Köln angekommen, werden wir direkt vom Shuttle abgeholt und direkt ins Studio gefahren. Aber es wird ein langer Abend, Leute, denn nach der Show um 20.15 Uhr gibt es noch die Late-Night-Show, bei der ich auch zu Gast sein werde. Jetzt fragt man sich, wieso mache ich das überhaupt? Warum gehe ich überhaupt in dieses Format, außer der Grund, dass ich die Lara unterstütze? Ich muss sagen, der Ausschlag war eigentlich das Interview von der Frau von Peter Klein. Die hat so eine Sülze gelabert und dann habe ich gedacht, komm, jetzt gehst du auch mal hin. Wenn die da so eine Plattform bekommt und so, dann habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass da nur solche, ich will jetzt auch keinen verurteilen, aber sowas da rumsitzt, da habe ich gedacht, komm, jetzt gehst du auch rein, kannst du dabei noch deine Frau unterstützen. Und aus dem Grund sind wir jetzt auf dem Weg. Schöne Schoko-Franz-Brötchen, das ist einer meiner Favorites. Und immer, wenn ich zum Flughafen fahre, habe ich so eine Routine, halte ich hier an. Ne? Frühstück ist auch gekauft, ne? Bei meinem Lieblingsbäcker, wie ich schon eben gesagt habe. Ich esse jetzt während der Fahrt so ein bisschen. Ich habe so einen kleinen Ohrwurm vom großen Bruder. Mein großer Bruder, du bist immer da. Bist mein großer Bruder und du bist immer bei mir. Wenn wir um 17 Uhr landen und einfach ankommen, und dann, oh, ist das echt ekliges Wetter in Berlin, ne? So, und dann sind wir schon um 18 Uhr im Studio und die Late Night ist erst um 12. Das heißt, ich muss 6 Stunden da rumchillen. Ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Ich mache ja auch noch den Penny-Einkauf, Leute. Ob sie es dann am Ende behalten dürfen oder nicht, das erfahren sie wahrscheinlich erst wieder, wenn sie ein Spiel gemacht haben. Aber ich muss mir überlegen, was ich mir da überhaupt holen soll, ne? Vielleicht ein Glas Nutella? So, wir sind jetzt hier am Flughafen, am Gate angekommen. Wir warten jetzt auf den Abflug. Zum Glück hat sich alles nach mir gerichtet und wir sind so spät losgefahren, dass wir jetzt nur noch ungefähr 20 Minuten warten müssen und nicht anderthalb Stunden. Ich war gerade ein bisschen entsetzt. Ich gehe ab und zu ja meine Anfragen bei Instagram durch und hat mir wieder jemand geschrieben, ich kann es nicht verstehen, wie ein kluger Mann wie du an so eine asoziale Frau kommt. Sie ist der deutschen Sprache ja nicht mal mächtig. Wenn ich da heute Abend zu Gast bin, ich habe mir überlegt, was kannst du da so erzählen? Alle in Deutschland lebenden Personen, egal von wo sie kommen, müssten automatisch der deutschen Sprache mächtig sein. Ich meine, da müssten ja auch alle Deutschen, die irgendwo im Ausland leben, der immer die Sprache komplett beherrschen. Aber nicht mal Englisch beherrscht jeder Deutsche, der in Amerika lebt oder sonst was. Also für mich ist egal, ob, also alles, was in diese Richtung geht, ist für mich absoluter Rassismus. Ich muss sagen, die Lara schlägt sich unfassbar gut. Sie hat ja manchmal eine kurze Zündschnur. Bis auf ein, zwei Mal ist sie wirklich ruhig geblieben im Container. Man merkt einfach, dass sie sich nicht verstellt, dass sie sich dort auch wohlfühlt. Um mal beim Thema Promi Big Brother zu bleiben, ist ja die Frage so, was denkt ihr eigentlich? Wer ist euer Favorit? Also ich würde sagen, Jürgen hatte gute Chancen. Ich glaube, er hat sich damit ins Aus katapultiert, dass er letztes Mal mit Paulina so einen kleinen Streit hatte, wo er einfach komplett übertrieben hat. Also wer für mich so einer der Favoriten ist, also ich glaube, neben die Lara könnte es auch Dominik sein. Es gibt ja Mädels, so gerade so 17, 18-Jährige, die rufen dann meistens für so eine Person an. Dann Jelis Kotsch, glaube ich, könnte auch weit kommen, meiner Meinung nach, weil sie hat auch mit gar keinem Stress gehabt bis jetzt. Sie wurde noch von keinem auf die Nominierungsliste gesetzt. Also das sind so meine zwei Favoriten neben die Lara, würde ich sagen. Jetzt gehen wir erstmal in den Flieger, denn es ist Boardingzeit. Also Leute, let's go. 2 Stunden später. Und jetzt geht's ab ins Studio, meine Lieben. Auf geht's. Flug ist geschafft. Wir sind jetzt im Endemol-Studio in Köln angekommen. Es ist erst 18.30 Uhr. Die Show ist um 20.15 Uhr. Ich habe gerade mit dem Producer dieser Show gesprochen und er hat gesagt, ich komme gleich am Anfang dran, also um 20.15 Uhr. Und danach gehe ich in den Penny und habe dort nicht wie sonst die Bewohner 1 Minute Zeit, sondern wie bei einem Fußballspiel 2x45 Sekunden Zeit. Ich werde die Lara heute leider nicht sehen, aber sie wird wissen, dass ich hier bin. Sie wird wissen, dass ich die Penny-Einkäufe gemacht habe. Besser als nichts. Ich glaube, sie freut sich trotzdem. Das ist mein Mann. Das ist mein Mann, ja. Oh mein Gott. Mein Freund Knossi ist heute auch da. Ja, alles super. Wie geht's dir? Sehr gut. Heute werfen die Bewohner einen aus ihren eigenen Reihen raus.
wie wir uns, was das für ein Moment war. Wir wussten noch 3 Minuten, noch 2 Minuten, noch 1 Minute. Wir haben rumgeschenkt. Ich habe wirklich gedacht, wir beide wären ein Top-Duo fürs Frühstücksfernsehen. Absolut. Wir haben auch so ein paar Anmoderationen getestet. Schalten Sie jetzt ein, heute Morgen um 5:30. Wir testen heute Teesorten. Genau. Toll. Wir übers Wetter philosophieren. Bevor es gleich in der Show losgeht, gucken wir uns noch kurz die Arena an, wo die ganzen Spiele stattfinden bei Promi Big Brother. So ein Blick hinter die Kulissen ist ja immer was Besonderes. Nicht nur für euch, auch für mich. Das heißt, ich bin wirklich nur maximal Luftlinie 10 Meter von meiner Frau entfernt. Sie weiß nicht, dass ich hier bin und trotzdem können wir uns nicht sehen. Das Big Brother Haus ist rechts, weil da ist die Tür, wo sie nachher durchkommen. Wir sind ja bei Big Brother. Ja. Nach Big Brother ist vor Big Brother. Ich habe gehört, du hast was geplant. Ich habe seit 2 Jahren träume ich davon. Ich habe mir gedacht, du schaffst es ja nicht, hier 3-4 Wochen am Stück mal bei Promi Big Brother teilzunehmen. Es geht einfach nicht. Habe mir gedacht, aber irgendwie, das ist ein Format, das lieben wir alle. Das haben wir damals geguckt, das lieben wir. Dann war ich hier zu Besuch mal einmal, durfte kurz in das Haus rein, dachte, wow, geil. Und dann habe ich davon geträumt, das Ding zu mieten. Hat geklappt. Wir werden nach dieser Staffel, 12., 13., 14. Dezember, werde ich habe alle Freunde angerufen, wer will mal immer ins Big Brother Haus, wir werden auf meinem Twitch-Kanal das Haus hier einfach haben. Also, wir machen Promi Big Brother Knossi Edition. Bin ich eingeladen? Ja. Wir müssen uns noch überlegen, weil ich weiß noch nicht, ob ich bei meinem Sohn bin, aber danke für die Einladung. Viel Erfolg bei deinem Projekt, ob ich dabei bin oder nicht. Wir müssen deine Projekte schlagen immer ein. So Leute, das war's für heute bei den Cruises. Die Lara ist natürlich weiterhin im Container dabei. Vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen würdet und lasst auf jeden Fall ein Like da. Bis bald. Ciao, ciao. Die Cruises.